So, Leute, da sind wir beim nächsten Booster und wir haben Draft Booster Straßen von Neu-Capenna. Wer davon noch nicht genug bekommen hat, gestern war die Prettiest Challenge online gekommen. Da habe ich noch ein paar mehr davon aufgemacht. Heute gucken wir uns nochmal einen Draft Booster an. Wir hatten am Dienstag einen Set Booster. Dementsprechend gucken wir mal rein in die Straßen von Neu-Capenna. Ich werde mit diesem Set nicht warm. Das Set hat super coole Artworks. Sie haben hier zum Beispiel Cabaretti, Spaß ist nicht umsonst. Oh, es ist vom Stil her ist es ein cooles Set, aber ich bin so ausgebrannt nach Kamigawa und den ganzen anderen Sets, dass ich sagen muss, ich weiß nicht, ob ich nach dieser Woche noch groß viel was anderes von Streets of Capenna zeigen werde, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß es echt nicht, glaube nicht. Rewinds Informantin, 2-2-1, wenn Aniraphines Informantin ins Spiel kommt, dann intrigieren sie. Bedeutet, wir ziehen eine Karte, wirf eine Karte ab, falls es nicht Landkarte ist, kriegt die bloß als 2-1 Marke. Das kann ein 2-3-2er sein, mit Looting, cool. Abrisskolonne, 5-Mana, 4-5, Reichweite und Trampelschaden, okay. Tanthela, okay. 4-Mana, 1-4, tappen, wir erzeugen einen Schatz und der Schatz hat tappen, opfern, wir können Mana beliebiger Farbe bekommen. Das ist eine coole Version von tappen, du kriegst Mana. Das ist wirklich eine coole Kreation. Brokers Veteran, 2-Mana, 2-1, wenn er stirbt, legen wir eine Schildmarke auf eine Kreatur unserer Wahl, die man kontrolliert. Das ist stark. Diese Schildmarken sind der Shit. Also sie sind wirklich, wirklich gut und die sagen, falls ihr Schaden zugefügt oder sie zerstört würde, entferne stattdessen eine Schildmarke von dieser Karte. Es ist so gut. Dann haben wir Beschuldigen, 2-Mana-Hexerei, wir bestimmen 2 Kreaturen unserer Wahl, die demselben Spieler gehört, dieser Spieler opfert eine davon. Lol, süß. Brokers Eingeweide, 1-Mana-0-4, Eingeweide, nicht Eingeweide. 1-Mana-0-4 für 5 Mana wird die 5-5 bis meines Hugs. Okay, krass. Schnüffelnde Journalistin, 2-Mana-2-2. Wenn die ins Spielfeld kommen, millen wir 2 Karten. Und solange wir 5 oder mehr unterschiedliche Mana-Beträge in seinem Friedhof haben, kriegt die +1/+1 und hat Lifelink, okay. In Blau-Schwarz. Interessant. Stadtgärtner, 2-Mana-2-2. Immer wenn er angreift, dann tappen wir eine Kreatur in ein Land unserer Wahl. Lol. Okay. Chaos-Patrouille, Teufelkrieger. Ich finde es so cool, dass Devil einfach ein Typ sind. 2-Mana-1-2 bedrohlich, immer wenn die angreift, erhält sie +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Und sie hat Blitz, für 2-Mana können wir sie aus der Hand ins Spiel bringen, sie bekommt Eile. Wird am Ende des Zuges geopfert, wenn sie irgendwie stirbt, dann dürfen wir eine Karte ziehen. Das ist schon stark. Zerbrochener Seraph. 7-Mana, 4-4 fliegend. Und wenn er ins Spiel kommt, erhalten wir 3 Lebenspunkte. 2-Mana, wir schicken den auf aus der Hand ins Exil. Und ein Land erhält Tappen für weißes, blaues oder schwarzes, bis der aus dem Exil gespielt wird. Das ist gar nicht mal kacke. Das ist wirklich nicht kacke. Krass. Unfreiwillige Anstellung. Lol. 4-Mana, Hexerei. Wir übernehmen die Kontrolle über eine Kreatur. Wir enttappen sie und bis zum Ende des Zuges hat sie Eile und erzeugt einen Schatz. Dieses mit dem Schatz, das nimmt auch langsam Überhand, oder? Feuerhammer, Brandstifter. 3-Mana, 2-2 für 1-Mana tappen. Wir können einem Ziel unserer Wahl X Schaden zufügen lassen, wobei X die Anzahl der in diesem Zug geopferten Karten ist. Okay. Okay, aber es ist auch ein Ziel. Das heißt, wir können den Gegner auch nochmal ins Gesicht schießen. Nicht ablehnbares Angebot. 1-Mana, wir neutralisieren einen Nicht-Kreaturen-Zaubersprüch und der Beherrscher erhält 2 Schatzspielsteine. Ich mache dir ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Dann haben wir unsere Rare. Oh mein Gott. Obnixilis, der Widersacher. Wow. 3-Mana, 3 Marken, Todesopfer X. Die Kopie ist nicht legendär und hat Startlöthet X. Todesopfer X hatten wir gerade eben schon mal auf der allerersten Karte oder so. Oder eine der früheren Karten. Hatten wir die überhaupt schon mal? Okay, vielleicht hatten wir die auch nicht und ich habe sie nur gedacht, dass wir sie haben. Okay. Egal, ich mache zu viele Booster auf. Wenn dieser Spell gecastet wird, können wir eine Kreatur opfern mit Stärke X. Normalerweise hat Stärke eine Zahl, hier ist es Stärke X. Und wenn wir das tun, kriegen wir eine Kopie und der hat eben Loyalty-Marken. Dieser Planeswalker ist der Shit und alle Leute dachten am Anfang so, ey, was soll ich denn damit? Aber der ist wirklich, wirklich gut. +1, jeder Spieler verliert 2 Lebenspunkte, es sei denn, wirft eine Handkarte ab. Falls wir einen Dämon oder Teufel kontrollieren, erhalten wir noch 2 Lebenspunkte. Das ist irrelevant. -2, wir kriegen einen roten Teufel, der
Immer wenn der stirbt, fügen wir dem Ziel einen Schadenspunkt zu. Okay, nett, sehe ich ein. Und minus 7, ein Spieler der Wahl zieht 7 Karten und verliert 10 Lebenspunkte. Das Krasse ist einfach, wir spielen ihn, opfern bei ihm eine Kreatur, kriegen eine Kopie, haben dann 2 Planeswalker, der eine mit einer Marke, der hier mit 3 Marken gehen, beide mit Plus und der Gegner verliert schon mal 4 Leben. In einem Control-Deck kriegst du Control, der Shit. Das ist wirklich, wirklich gut. Dann haben wir noch einen Schatz und eben die Cabaretti. Ja, soviel zu diesem Booster. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablexit. Ciao, ciao.